Also ich weiß nicht, wie viele Einsätze ich schon am Neusser Hauptbahnhof hatte wegen Tauben, dieser sogenannten Taubenschutznetze, die ja in der ersten Linie die Tauben nicht schützen, sondern meistens eher töten. Meistens war es an Gleis 5, 6 oder an den anderen Bahnsteigen, dass Tauben hinter den Netzen waren. Das lag daran, dass das Netz nicht mehr im ganz guten Zustand war. Da waren überall Lücken drin, dann haben die Tauben dahinter gefunden, kamen teilweise nicht mehr raus. Auch die Feuerwehr hat dort schon Tauben aus den Netzen rausgeschnitten, wenn die hängen geblieben sind. Dann ist vor nicht allzu langer Zeit das Netz an den Bahnsteigen komplett neu gemacht worden. Auch da musste ich dann noch zweimal Tauben hinterm Netz wegholen, obwohl die Netze nagelneu waren. Seitdem ist glücklicherweise Ruhe. Ich hoffe, das bleibt so. Aber auch das Netz in der Bahnhofshalle, das ist ja so auch nicht gewollt gewesen, dass da dann trotzdem Tauben dahinter sind und auch eine drin hängen bleibt. Also ich bin grundsätzlich ein Gegner von Netzen, muss ich ganz klar sagen. Das funktioniert in der Regel selbst dann nicht, wenn die Netze nagelneu sind. Und es funktioniert mit sehr, sehr großer Gewissheit nach einigen Jahren nicht mehr, wenn da Löcher drin sind, die Tauben irgendwie einen Weg dahinter gefunden haben oder die Netze einfach irgendwie verrotten oder sonst was. Also diese Netze funktionieren nicht so, wie sie sollen. Sie werden aber halt weiterhin installiert und angeboten. Ich habe jetzt zu sowas auch keine Alternative. Also wenn man jetzt ein Gebäude baut, dann kann man natürlich, wenn man mal ausnahmsweise an einen schlauen Architekten gerät, vielleicht von vornherein so bauen, dass man diese sogenannten Probleme mit den Tauben nicht bekommt, dass die eben vielleicht keine Sitzmöglichkeiten haben, dass sie nirgendwo ihre Nester bauen können. Beispiel, am Hauptbahnhof gibt es ein Gebäude mit einem riesigen Innenhof und alle Fensterbänke sind abgeschrägt, da kann nirgendwo eine Taube sitzen, dementsprechend haben die dann auch nie eine drauf sitzen. Wäre mal so ein Denkansatz, aber die meisten Architekten scheinen sowas heute im Jahr 2019 noch nicht auf die Reihe zu kriegen. Ja, dieses andere Netz in Mönchengladbach-Odenkirchen, das ist ein selbstgemachtes Netz. Das war ja von wirklich übelster Qualität, auch schon uralt, an sämtlichen Stellen offen. Das darf so, wie es da hängt, eigentlich gar nicht hängen. Das ist eine absolute Todesfalle für Tiere. Und da sieht man ganz klar, dass das ein Laie installiert hat. Das Netz ist einfach nur Müll. Mehr ist das nicht, aber eben leider tödlicher Müll. Wenn die Taube dort nicht gemeldet worden wäre, dann wäre die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dort auch gestorben. Na du? Ich hab dich.
wir mal. Das ist auf jeden Fall eine Jungtaube. Ein bisschen dünn ist sie. So, Flügel sind okay. Guck mal, ob sie symmetrisch liegt mit den Flügeln. Ja. Füße gucken wir uns mal an. Der ist okay. Also ich sag mal so augenscheinlich, außer dass sie zu dünn ist, erstmal kein Problem. Ich würde sie aber jetzt nicht sofort rauslassen. So, ich bin auf dem Weg nach Köln. Und zwar ist am Karlscheurer Weiher ein Schwan, der eine Angelschnur aus dem Schnabel hängen hat. Der kämpft wohl dagegen an, lässt sich mit Futter nicht locken. Und ich gucke jetzt mal, ob ich dem Tierchen helfen kann. Wo ist er? Der mit dem Kopf unter Wasser? Nee. Ja, das wäre gerade die Gelegenheit gewesen. Das wäre die Gelegenheit gewesen. Ja, der hat sich vorhin gebuckt. Ich habe ihn aber auch nicht gesehen. Scheiße. Weg. Die hat er nicht geschluckt, die ist abgefallen. Beim Sprung auf den Schwan ist dann die Schnur abgefallen. Es war vorher noch richtig viel Schnur oder irgendein Zeug im Schnabel, das hat man anfangs auch noch gesehen. Als er dann mit dem Kopf unter Wasser war und hochkam, da hat nur noch eine Schnur rausgeschaut. Und als ich ihn dann aus dem Wasser gezogen habe, war die Schnur weg. Die ist jetzt abgefallen. Das ist natürlich scheiße, weil die treibt jetzt irgendwo im Wasser. Die ist aber mit den Bleigewichten direkt untergegangen. Da waren noch Bleigewichte dran. Die finden wir jetzt nicht mehr. Der Schwan ist aber auch total abgemagert und deswegen geht er wohl in die Wildvogelstation. Ich bin auf dem Weg zur Ballonwiese. Das ist im Düsseldorfer Volksgarten und da steht eine Kanadagans auf der Wiese, die wohl irgendeine Form von Angelmüll am Schnabel hat und dagegen ankämpft. Wahrscheinlich soll es so ein Blinker sein. Ich vermute auch mal, dass das genau das Tier ist, was mir gestern Abend etwas später gemeldet wurde und was ich heute Morgen gesucht habe, allerdings an einer anderen Stelle und dort eben nicht gefunden habe. Jetzt ist es, wie gesagt, im Volksgarten und ich bin jetzt auf dem direkten Weg dorthin. Hallo, ja, ich sehe sie schon. Ja, genau. Alles klar. Ich fahre mal ein Stück weiter vor, damit ich nicht direkt hier parke, ja, damit die nicht so aufmerksam wird. Die hintere? Ja, ah ja, jetzt sehe ich es. Ja. Nö. Ich sag Bescheid gleich, also jetzt noch nicht. Thank you.
Die hat hier das um die Zunge. Und die Zunge ist auch unten, ist die geschwollen? Ja, ein bisschen. Das hat ja schon ein bisschen länger. Ja, ich glaube, die kann ich danach nicht rauslassen. Das sollte sich erstmal eine Tierärztin angucken. Aber wir machen das gleich erstmal direkt weg. Wir holen die mal eben aus dem Netz raus. Aber dafür kriegt die erstmal eine Socke über den Kopf. Na, das muss man gucken, dass das jetzt geht mit dem... sonst versucht die natürlich abzuhauen. So, ja, das geht schon. Gut. So, wer will die einmal halten? Ich kann das wohl machen. Okay, einfach so festhalten. Warte mal, wo und muss ich? So, die Flügel so zusammendrücken und richtig die Flügel komprimieren, ne? Weil die neigen dazu, dann auch mal kurz zu warten und dann zu explodieren. Okay, wobei, deswegen hat die Socke. Richtig. Ja, deswegen hat die Socke. Dann sollte das eigentlich nicht passieren. Ein Auto da, alles gut. Ich muss jetzt mal eben diese Gewichte hier raustütteln. Mhm. Das hat sich schon verdreht. Eins. Ach, das gibt's doch gar nicht. Zwei. So. So, jetzt übernehme ich mal. Sekunde. Ja. Jetzt. Okay. Danke. Ja. Okay. Weil ich hänge auch halb drin im Netz. Kopf raus. Das war es auch schon, ne? Ich lasse mal einfach mal hier liegen. Mhm. Vielleicht nur das Messer und die Uhr mal eben mitnehmen. Weil das andere muss ich im Auto machen. Der Rest kann hier liegen bleiben, das hole ich gleich. Ups. Oh, das ist echt so eine... Aber ich bin... Ja, so. Jetzt haben wir es. Killerschnur. Ach, das... Ah, Moment, da hinten geht doch noch was runter. Mm, oh, wei. Okay. Oh ja, doch, da geht's. Ah, die hat die doch geschluckt. Scheiße. Ja, okay. Gut, dann würde ich das mal abkleben. Mm. Oder kann man das... Also abschneiden kann ich es jetzt nicht, weil dann schluckt die Schnur und dann kommen wir nicht mehr dran. Dann einmal hier oben schneiden. Mhm. Genau, einfach, das geht jetzt relativ leicht. Okay, und jetzt müssen wir den Haken dann vielleicht einmal mit der Schere rausschneiden. Mhm. Weil der ist jetzt hier nur noch in der Schnur so. Da weiter. Mhm. Hier auch, ne? Man sieht, dass das ja auch echt groß über sich ergehen, ne? Damit, ach, da ist er. Ja. Und das hier machen wir vielleicht auch noch ab. Ja. Ja. Weil wir haben ja jetzt einiges weggeschnitten, richtig fest zusammendrücken, ruhig. Mhm. Ja, so, genau, super. Ne? Ja, dann lassen wir das so, ne? Also wie sich rausgestellt hat, war bei der Kanada-Gans die Angelschnur nicht runtergeschluckt worden, sondern die war in die Zunge eingewachsen. Dadurch, dass sich das um die Zunge drumherum geschlungen hatte, das hintere Stück war wohl irgendwie in der Zunge drin. Deswegen hatte ich da beim leichten Ziehen so einen festen Widerstand und es sah halt so aus, als würde das in den Schlund runtergehen, war aber wohl doch nicht so. Konnte bei der Tierärztin relativ leicht entfernt werden. Jetzt geht das Tier wieder nach draußen zu seinen Artgenossen, da freue ich mich natürlich ganz besonders drüber. Abflug.